Moin! Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade so richtig gesehen habt. Der Wagen, der ist nicht wirklich voll. Da haben wir noch Rumba drauf. Die wollen wir gerade abladen. Da steht zwar noch was anderes drauf, das muss ich noch umdeklarieren. Und ansonsten ist für heute der Plan. Christopher, den habt ihr gerade schon gesehen. Und da hinten steht der nächste Wagen, den wir abladen wollen. Da ist auch ganz wenig drauf. Ungefähr eine Kiste, aber auch ziemlicher Rotz. Das ist wieder eine Fläche, wo es sehr feucht war und dementsprechend viel Erde mitgekommen ist. Ja, da ist eine Kiste drauf wohl. Carolus Otoya Mischung. Die soll morgen weggehen. Da geht dann wieder ein LKW in die Flocke. Da wurde, ich weiß gar nicht unter welchem Video, auch mal gefragt, was denn Flocke bedeutet. Das ist einfach ein Vorprodukt. Daraus wird dann Püree, Kartoffelpuffer, irgendwie sowas alles gemacht. Und ein Teil, glaube ich, geht auch in eine Babynahrung. Ja. Achso, und dann habe ich gedacht, ich habe in dem einen Video, wollte ich den Lappen in unserer Druckbelüftung einmal zeigen. Da war es aber dunkel und es hing oben fest und alles Mögliche. Ich hoffe, ihr seht jetzt hier was, wenn ich den Schlauch beiseite mache, weil eigentlich oben habe ich gerade extra Licht angemacht. Ups, ja, mal durch. So, Handytaschenlampe, muss gehen. Das ist der Schlauch. Hier unten habe ich eine Gewindestange. Die drehe ich auseinander, dass der Schlauch hier unten festhält. Ja, und da oben hält Taschenlampe jetzt nicht hin. Da oben ist exakt das Gleiche. Da hinten ist Ende vom Kanal. Die Luft wird durchgeschossen und die würde sich halt den leichtesten Weg suchen. Dementsprechend komplett bis Ende des Gangs durchballern. Dafür ist dieser Lappen. Der bremst die Luft und dann kriegen die ersten paar Kisten nämlich auch noch gute Luft. Ja, und das ist quasi das Prinzip von der Druckbelüftung, dass hier in diesem Kanal richtig Luft reingeballert wird und die durch die Kiste an den Kartoffeln vorbei die Kartoffeln schön trocken pustet. Christopher fährt nachher noch den Rest abschlagen. Ungefähr 2 Stunden meint er, ist er noch beschäftigt damit. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Vlog machen. Ich bin morgen in Euthen. Das ist bei Bremen. Da wird der neue Case Puma vorgestellt, da wurde ich eingeladen. Ich bin sehr gespannt. Die Leute, die mein Content so ein bisschen verfolgen, fragen sich, was hat er denn mit Case zu tun? Gar nichts. Aber ich konnte mir eine Liste aussuchen, wo ich hin will. Der ein oder andere, der gut 1 und 1 zusammenzählen kann, weiß jetzt schon Bescheid. Der Hobbyknebel fährt Case. Und der Hobbyknebel fährt nach Euthen. Deswegen habe ich gedacht, Junge, ach, einfach mal Case angucken. Ich bin noch nie Case gefahren, deswegen... Ja, mal gucken, wie das so wird. Ich bin gespannt. Und ansonsten wollten wir eigentlich für die Heidegas hinten grassilieren jetzt diese Woche. Wollten wir Mittwoch, Donnerstag anfangen. Oder, ja doch. Also zu silieren. Dienstag, Mittwoch wollten wir da mähen. Und jetzt ist aber für die nächsten 2 Tage über 30 mm Regen angesagt. Deswegen... Verschieben wir das eventuell, da ist alles noch unsicher. Wenn das Freitag was wird, dann ist es ja eh erst im nächsten Vlog. Ja, gucken wir dann alles. Jetzt machen wir hier erstmal die Rumba fertig, danach geht es an Otoya Carolus Mischung, dieser eine Wagen und
anschließend kommt dann noch Lady Jane. Und die geht nämlich auch morgen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich gesagt hatte, ob diese Flocke Carolus Otoya morgen weggeht, dann habe ich es verkehrt gesagt. Lady Jane geht morgen weg. Carolus Otoya, da wissen wir noch nichts für die Flocke, die wird dann, stellen wir hier erstmal Vorraum, nicht allzu lange wird es dauern, dann geht da auch der nächste Zug weg. Schön zum Einstieg hier jetzt, wie lange habe ich? Ordentlich lange gelabert. Wollen wir endlich arbeiten, ne? So, wir sind mit der Lady Jane gegangen. So sieht es ja aus, wenn wir hier auf den Wagen gucken, dann sieht es eigentlich auch echt gut aus. Hier auf dem Wagen ein bisschen klutiger, aber ein bisschen was kriegen wir auch immer wieder raus über unseren Grobfraktionierer. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass alles unter 35 mm rausfliegt und vielleicht habt ihr schon gesehen, der neue Seilzug ist eingebaut. Jetzt können wir hier die Klappe wieder schön mit dem Seilzug anziehen und müssen uns nicht mehr so wie vorhin mit dem Spanngurt einen abasten. Christopher ist jetzt gerade hier, der wird auch gleich weitermachen. Die Kisten weiter einlagern. Ja, ich fahre gleich weg. Passt aus verschiedenen Gründen zeitlich absolut nicht anders, aber ja, ich fahre heute noch mal da zum Friseur. Ich hab schon ein, zwei Nachrichten von euch auf Instagram gekriegt, dass es mal Zeit wird für mich, dass ich wieder zum Friseur muss. Habt ihr auch recht. Und morgen ist ja das Ding in Euthen, Case, viele Kameras. Da will ich nicht wieder letzte Lumpi auftauchen. Die Lady Jane wird jetzt hier hingestellt und morgen gleich wieder weg. Ja, habe ich ja gesagt, die geht gleich morgen auf den LKW und wieder weg vom Hof. Ertragstechnisch top. Die habt ihr ja gesehen, das sind schön gelbe Kartoffeln. Über 40 Tonnen kommen da raus, also grob über den Daumen geschätzt. Selbst wenn wir die Knoten raus und 35 alles drunter raus, werden wir immer noch bei 40 Tonnen landen. Das sieht endlich mal schier aus. So, ich muss aufpassen, dass Christopher mich nicht überfährt hier. Was ich noch sagen wollte, mein Motorrad ist fertig. Das habt ihr ja auch schon länger nicht mehr hier gesehen. Ein paar fragen sich jetzt von euch wahrscheinlich, warum ist es fertig? Was war damit? Neuer Satz Reifen. So, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit schon einen neuen Hinterreifen draufgekriegt. Das Problem war aber, das war ein Reifen, den hatte ich beim Kauf mit dazu gekriegt. Das war wohl ein Vollcross-Reifen. Ja, ich muss zugeben, ich habe von dem Kram nicht so richtig Plan. Jetzt im Nachhinein weiß ich, das war einfach zu weich, das Gummi. Dementsprechend ist es auf der Straßenfahrt schnell abgebrochen und jetzt habe ich etwas härtere Reifen. Und kann damit endlich wieder auf der Straße rumheizen. Naja, wie gesagt, ich bin heute Nachmittag gar nicht mehr so da. Deswegen kann ich auch die Kamera gar nicht mehr rausholen. Es ist aber auch nichts weiter auf dem Plan. Christopher hat die letzten Kartoffeln für dieses Jahr fertig abgeschlagen. Es sind jetzt alle weg. Also das Kraut, alles abgeschlagen. Carsten ist mit den anderen Leuten noch weiter am Roden. Ein Wagen noch. Der wird dann heute noch fertig abgeladen. Das ist einer von zwei Wagen, die jetzt für den LKW morgen fertig gemacht werden. Und wenn wir schon bei morgen sind, der kommt morgen früh um 7. Oh. Ach ja, also den werde ich noch beladen, bevor ich nach Euthen fahre. Da sehen wir uns dann wieder. Und deswegen fange ich auch erst an die Kamera wieder. Bis dahin. So, morgen. Oh Mann, meine Augen sind noch überhaupt nicht auf. Da kommt er, der LKW. Ich sitze hier auf unserer schönen Bank am Carport. Wir haben 7 Uhr. Und Feldhäcksler Boys sind auch schon in Gange. Der Plan wurde gestern dreimal umgeschmissen. Heute soll es ein bisschen regnen, morgen soll es viel regnen. Und wenn es regnet, setzen wir kurz aus. Ansonsten machen wir heute und morgen aber Grassleise. Carsten auch schon früh am Start. Christopher hat gestern auch bis um 10 gemäht. Ja, ich schmeiße jetzt schnell mal den LKW voll. Dann muss ich Carsten einen Zug zum Feld bringen fürs Kartoffelnroden. Dann muss ich weiter Miete machen und dann muss ich gegen 10, 11 Uhr zu Case. Gut, wir starten mal den Tag. Moin. Na?
glaube, das war jetzt so ein ziemliches Paradebeispiel, wie man nicht laden sollte. Ich hatte ja die Kamera am Stapler vorne dran und wollte euch zeigen, so wie ich die Kisten reinschmeiße, beziehungsweise wie diese Kegelwirkung sich ausübt, sodass die Kartoffeln gar nicht so einen großen Druckschaden kriegen. Es geht gerade die Plane rüber, da sind gelbe Markierungen, wo seine Rungen sind. Das heißt, er hat immer so Parzellen. Ich glaube nicht, dass ihr das gesehen habt. Der hat immer Parzellen. Dieser LKW hat jetzt 4 Parzellen. Normalerweise haben die 5. Vielleicht einfach noch ein bisschen zu müde gewesen, irgendwie nicht richtig drauf geachtet. Bei 5 Parzellen mache ich mal 3, 6, 9, 12, 15 und dann die letzte Kiste teile ich auf. So, wollte ich hier auch laden. Jetzt hat er aber 4 Parzellen. Dementsprechend muss ich eigentlich pro Parzelle 4 Kisten rein. 4, 8, 12, 16. 16 Kisten kommen immer rauf. Und ja, jetzt habe ich in die erste Parzelle nur 3 reingemacht und dann schon in die nächste Parzelle reingeladen. Das heißt, die ist da ein bisschen tiefer gefallen. Das ist mir direkt danach aufgefallen. Ich habe aber nicht weiter gefilmt, weil ich Akku brauche. Die Hexer sind ja in Gange. Ich bringe jetzt einen Wagen zu Carsten. Und beziehungsweise den Zug hier. Na! Und dann will ich ja noch ein bisschen filmen. Dementsprechend habe ich ja nicht den ganzen LKW jetzt gefilmt. Ja, und so kommt eins zum anderen. Und ihr denkt jetzt, ich kann keine LKWs beladen. Naja, gut. Zettelage bringen wir mal rein. Ha, wollte schon sagen. Den hier nehme ich mit, füllen wir auf. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden. Ich habe kein Mikro dran, sondern nur hier vom Media-Mod. Gut, weiter geht's. Also ganz ehrlich, wer keine Tiere hat, läuft am Leben vorbei. Die bringen so viel gute Laune ins Leben. Kaffee haben wir, fahren los. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade eben gesehen habt in der Videosequenz. Es kam so eine dicke Wolke hoch. Da habe ich schon gedacht, dass das mit Drohnen gar nichts wird. Aber um 9 kriegen wir wohl Regen ab. Und ja, mal gucken, wie es dann aussieht. Weil eigentlich ist heute Regen angesagt, morgen auch und ein bisschen, ist echt schwierige Woche. Erwin ist zum Glück schon da, mit Miete bauen werde ich gar nicht so viel machen müssen. Das ist gut, weil ich eigentlich eh um 10 los muss. Wagen hinfahren, wir sehen uns als nächstes an der Biogasanlage. Ich will mal wenigstens ein bisschen was filmen heute, ne? Moin, moin. Habe ich hier sogar gerade Glück. Fährt Thomas sogar mit dem Hexer hier vorbei. Also ist nicht unser Thomas von der Anlage, ist ein anderer Thomas. Junge, Junge, richtig Action hier. Ich weiß gar nicht, wo ich Kamera hinhalten soll. Machen das mit Lohnunternehmen Wiegenberg. Hier aus dem Kreis. Papa kennt den von früher sehr gut. Wir haben uns auch den Mietenverteiler von ihm geliehen. Den lässt Erwin runter, Frontzapfwelle an und dann kann man das schön ein bisschen verteilen. Und dahinter dem, da kommt er. Jörg ist am Festfahren.
Und so sollte man das eigentlich machen. Die haben auch einen 6215 her. Wie man sieht, auch Frontladereinrichtung dran. Die haben den abgebaut. Wir lassen unseren oft dran, weil wir ständig am Strohladen sind. Unter anderem gestern auch. Gestern Abend habe ich einen Anruf gekriegt. Yo, ich stehe hinten bei dir an der Anlage. Morgen früh Strohladen. Nee. War ein bisschen Missverständnis. In einem Video habe ich gesagt, Florian, mit dem macht das richtig Bock. Der hat mir dann auch gesagt, pass auf, nächste Woche würden wir nochmal kommen. Aber ihr wisst selber, wie es ist. Geht oftmals drunter drüber in der Woche und dann ist das wieder raus aus dem Kopf. Und ja, weiß ich nicht, da hat sich keiner mehr gemeldet gehabt. Und war es voll weg. Dann wurde wetterbedingt das mit der Grassilage ständig umgeworfen. Wir wollten eigentlich heute nur 20 Hektar machen, den Rest Donnerstag, Freitag. Jetzt machen wir doch alles heute Morgen. Und wir mähen mit unserem Frontlader, das heißt, der ist gar nicht frei. Ja, und dann stand er halt gestern Abend hier an der Anlage, da musste ich ihm sagen, du, es tut mir schrecklich leid, aber du musst wieder fahren. Wir können dich nicht vollladen, der Frontlader ist voll im Gebrauch und jawohl, guck mal, das kann er auch. Links, rechts hoch und jetzt macht er hier schön die Kante. Ja, und dann musste der wieder weg und dementsprechend lassen wir auch immer den Frontlader dran, weil wir halt sehr viel damit machen. Ja, zu TS-Gehalt oder sowas kann ich jetzt halt noch nichts sagen. Ne? Wurde noch nicht geprobt. Können hier noch einmal schön ich muss sagen, ich habe ja, als wir da Mais gemacht haben, habe ich ja gesagt, ich war noch nie Mais fahren. Und genauso war ich auch noch nie Gras abfahren. Ich muss sagen, diese Gespanne, das hat was, ey. Ich finde es. Das schockt einfach. Das sieht so geil aus. Und ich glaube, also mir hat es ultra Spaß gemacht. Ich würde gerne auch mal wieder weiterfahren. Damals in der Fachschule wollten Hobby Knebe und ich eigentlich auch schön in der Saison irgendwie Mais ballern. Sind wir leider nicht zugekommen. So, Überfahrwaage. Da vorne wird angezeigt. Unser Thomas, ja, der wird im Büro sitzen. Der muss den ganzen Scheiß dann nochmal einspeichern. Wir haben da oben eine Kamera, die überwacht die Waage. Und ja, dann wird alles eingezeichnet, welcher Wagen wie viel gewogen hat, einmal leer gewogen und dann immer, wenn sie voll wiegen und dann erkennt der, wie viel der leer gewogen hat und kann das Nettogewicht im Computer einspeichern, was dort draufgefahren wurde. Ihr seht die Wolken, hoffentlich geht heute alles gut. Mensch, fällt mir ein, das war es jetzt heute hier für mich. Keine Sorge, der Vlog geht noch weiter, aber es ist jetzt ein Vlog im Vlog. Weil ich mache aus diesem Case-Ding ein Extra-Video. Dementsprechend ist mein Move wieder am Start. Ich werfe euch hoch und ich fange euch morgen. Ich weiß nicht, wann das Video zum Case-Tag rauskommt. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr mich abonniert habt. Also, bis morgen. Tschüss. Moin. So, wir haben nächsten Tag. Wir haben Mittwochnachmittag sogar schon. Sieglinde und ihre Freunde sind heute mal nicht im Sumpf. Hat sie auch nicht immer Lust drauf. Es hat nämlich genug geregnet. Und deswegen fahren wir jetzt heute nach Trebel. Das ist ne, immer der Stichpunkt 120 mm und trotzdem hat es gestaubt. Ja, da ruhen wir jetzt Rumba weiter, weil alles andere nicht mehr geht. Grassilage haben wir auch erstmal aufgehört, da gingen nur 20 Hektar ab. Da wird heute Christopher Met jetzt gleich weiter, weil im Regen haben wir dann auch nicht weiter gemäht. Und da wird es dann planmäßig morgen übermorgen weitergehen. Das seht ihr dann im nächsten Vlog am Sonntag. Und ja, ansonsten haben wir heute Vormittag von unserer Otoya Übergrößen raussortiert. Das haben wir wie folgt gemacht, dass wir diesen Größenfraktionierer, diese Rolle, einfach komplett auseinandergefahren haben. Da, wo wir es sonst immer so ein bisschen rausgefahren haben, damit ich alles unter 40 oder unter 35 mm raussortieren kann. Das haben wir komplett rausgefahren. So, die Übergrößen sind dann hier gelandet. Und die Partie, die wir haben wollen, ist dann da gelandet, wo sonst die Drillinge und die Erde landen. Ja, das wurde dann alles in die Zelle gefahren. Und genauso machen wir das mit der Rumba. Beziehungsweise die Rumba wird keine Übergrößen haben, aber die laden wir ab. Einen Tag vor die Druckbelüftung und dann morgen ins Raumlager rein. Jo.
Bei der Utoya, die wir heute Morgen abgeladen oder heute Vormittag abgeladen haben, das war ein Ertrag. Könnte man sehen, was es für Unterschiede gibt. Ne? Belana um die 20 Tonnen, Utoya, das waren 45 bis 50 Tonnen vom Hektar. Also da kam richtig was runter. Gut, die waren halt auch ziemlich groß, einige Übergrößen. Die machen dann das Gewicht aus, aber Ertrag ist Ertrag. Ne? Ja, ich bin heute ganz schön fertig. Ich habe schon bis nachts um 3 Uhr das Video noch geschnitten, was jetzt heute hochgeladen wird. Also für euch, wenn ihr jetzt Donnerstag das seht, oh, ich sehe gerade da vorne, ist noch meine Mütze, können wir uns mal holen. Wenn ihr jetzt gerade am Donnerstag das Video guckt, habe ich ja am Mittwoch ein Let's Drive hochgeladen zu einem Case. Bisschen mehr Kontext dazu, weil der richtige Kontext, der kommt erst später. Wir waren eingeladen. Oh, die ist nass. Ich muss sagen, dass ich hatte ein bisschen andere Erwartungen. Ich dachte, das wäre sowas, wo Influencer eingeladen werden, wo Leute mit Kamera rumrennen und sag ich mal, den tollen neuen Trecker gezeigt kriegen. Nee, das war jetzt so, wie wenn wir von John Deere Bescheid kriegen, dass, was weiß ich, der neue Schieß mich tot auf den Markt gekommen ist und ja, wir uns den angucken können. Und wir wurden unter anderem auch angeschrieben. Also Hobbyknee und ich waren die Einzigen mit der Kamera da. Und das ist echt unangenehm. Also ich mache das ja auch noch nicht so lange so mit Kamera halten, in der Kamera reden. Dementsprechend muss ich da lange warm werden, wenn Leute zugucken. Und so war es auch da. Naja, und dementsprechend habe ich da erstmal Standard Let's Drive gefilmt und wollte das so machen ohne reden. Aber erstes Mal Case fahren, gleich am Anfang vergessen. Allrad, beziehungsweise ich habe diese Leuchte gesehen, aber irgendwie ganz ehrlich, ich habe gedacht, das ist einfach nur fürs Vorwärtssymbol, dass das bei Case irgendwie anders aussieht. Bei uns leuchtet ja so ein Pfeil und da war halt ein Pfeil am Trecker, der nach vorwärts zeigt und hey, keine Ahnung. Yannick hat das dann irgendwann gesehen, hat das dann ausgemacht, ist nichts passiert, alles gut. Ja. Ja, ansonsten wollen wir hier jetzt mal, machen wir mal auf, Zucht zusammenhängen und dann fahren wir nach Trebel. Und holen die Rumba raus, ne? Ich klatsche dich mal hier hin. Und dann fahren wir mal über den Hof und bauen uns mal einen Wagen hier an. So, wollen wir mal hoffen, dass das sowas wird hier. Warte mal. Nach vorne hin ist gar kein Unterlegkeil. Ja, so kann es auch gehen. Wir passen auf, dass mein Kaffee nicht verschüttet wird, fahren den Zug nach Trebel, warten dann, bis er erste Wagen voll ist und dann können wir den ganzen Kram mal abladen. Also wir hören uns. So, Wagen haben wir abgehangen. Carsten ist schon in der Reihe drin, der ist am Roden und jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch das mal kurz, was ich meine mit diesem Allrad-Symbol da unten. So sieht es aus, wenn bei John Deere Vorwärtsgang drin ist. So sieht es aus, wenn bei John Deere Rückwärtsgang drin ist. Und irgendwie habe ich damit gerechnet, dass hier auf diesem Monitor bei dem Case, das halt so ähnlich abgebildet ist. Na und jetzt bitte ich ein bisschen um Verständnis, dass wenn man das erste Mal auf einem Fabrikat sitzt, das fährt, mit einer Kamera auf dem Kopf, wo Leute dabei sind und zugucken und man irgendwie versucht, so eine neue Art Video, also sprich ohne Reden. Ich war ein bisschen aufgeregt, keine Ahnung, so, ne? Ich habe es übersehen. Weil eigentlich ist es logisch, es ist ein Universalzeichen. Wenn ich jetzt hier Allrad anmache, leuchtet das halt auf. So, und das ist das Allradzeichen. Und genau so sah es halt aus, aber in grün. Naja, ich habe es mir angeguckt. Es ist, wie gesagt, nichts passiert, alles gut. Ja, und auch in Bezug auf, warum sollte ich mir den kaufen und nicht den hier, als was ich gerade eben meinte. Das ist jetzt auf mich bezogen. Ne? Ich mag unsere Werkstatt, ich mag die Leute. Manchmal gibt es Meinungsverschiedenheiten zum Thema Rechnung, ob es jetzt Garantiefall ist oder nicht bei neuen Maschinen.
Aber ansonsten kenne ich diese Maschine. Ich mag John Deere, der hat ein Top-Zugpotenzial, also ist ein richtig geiler Ackerschlepper. Ja, dementsprechend gibt es da für mich persönlich keine Gründe, von John Deere auf Case umzusteigen. So war das gemeint. Ja, hier können wir noch mal einmal schnell ein bisschen beim Rohen zugucken. Moin! So, ich gehe mal runter. Ja, hier hinten sieht das gut aus. Hier fällt nicht wirklich was rüber. Wir sehen uns, wenn wir auf dem Hof sind, am Einlagern, wenn ich die ersten Kisten vor die Druckbelüftung stelle. Dann zeige ich da nochmal genau, wie es. Dann zeige ich da nochmal genau, wie ich das meine. Also bis dahin. So, wir nehmen Anlauf. Ich habe nämlich wieder den kleinen. Mit der Pflegebereifung. Der Wagen hinter mir ist zum Glück nicht ganz voll. Aber wir haben da vorne einen Hang. Bei uns heißt das Hang. Wir haben hier so viel Flachland, dass eine kleine Steigung da vorne vielleicht auch sogar ein Berg ist. Aber eigentlich sollten wir hier hochkommen. Und zwar mussten wir aufhören mit dem Roden, weil es einfach zu nass wurde. Oh, oh, oh. Junge, Junge, das war tatsächlich knapp. Also es ist halt auch nass, ne? Wir mussten aufhören, weil es zu nass wurde. Und Carsten und Papa haben dann einfach zu Hause erstmal noch weiter den ersten Wagen abgeladen. Den, da gucken wir gleich dann nochmal hin, der sollte jetzt vor der Druckbelüftung stehen. Den bringen wir jetzt erstmal nach Hause unter die Getreidetrocknung. Wir sehen uns da. So, da sind wir nämlich auf dem Hof. Da vorne wollen wir unseren Wagen jetzt unterstellen. Wärmepumpe haben wir ausgemacht, trotzdem hier in so einen Holzwagen angeschlossen ist. Also nicht wundern, wir pusten keine warme Luft drauf. Gut. Plane mache ich gleich ab. Dann kann die Luft da oben rauf gepustet werden. Den Wagen laden wir morgen ab. Die waren tatsächlich ein bisschen nass. Also nicht nass, feucht, die Kartoffeln. Deswegen haben wir jetzt auch den ersten Anhänger, der vorhin hier vorstand, vor die Druckbelüftung gestellt. Der wird richtig schön trocken gepustet jetzt heute. Und dann morgen früh wird das erste sein, den, oh, rutsche ich hier, den Zug, nicht den Zug, sondern den Wagen ins Raumlager zu stellen. So, machen wir mal Licht an. Und dann gucken wir mal. Hier hinter sollte das jetzt alles sein. Machen wir mal Licht an hier. Zack. So, hier haben wir die 8 Kisten Rumba aus Trebel. Die werden gerade schon trocken gepustet. Und morgen geht's dann hier lang, hier lang, hier lang. Hier rum, hier rum, hier rum. In diese Reihe rein. Das Schöne hier beim Raumlager ist, dass wir nicht gleich Doppelreihe leer räumen müssen, sondern eine Reihe reicht. Da oben sind die Türme, da wird die Luft rausgepustet. Wir haben in der Ecke oben und in der Ecke oben noch so eine kleinen Ventilatoren, die die Luft ein bisschen besser zirkulieren lassen. Und genau, dann können die Tüften da auch eingelagert werden. So, für uns heißt es heute hier Feierabend. Feierabend heißt es auch mit dem Video. Im nächsten Vlog wird es dann weitergehen mit dem Grasilieren da vorne. Ist der Frontlader mit der Mähwerk-Kombi in der alten Kartoffelhalle. Guckt da raus. Und genau.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Diese Woche ist ja echt viel. Irgendwie, ich werde wahrscheinlich für euch dann halt morgen, sprich am Samstag, das Video von dem Tag bei Marga Wedemeyer mit dem Hobbyknebel bei Case hochladen. Das heißt, 4 Videos diese Woche. Dementsprechend halt auch ein bisschen Arbeit für mich. Ich meinte ja schon gestern bis nachts um 3 geschnitten, heute wird es auch irgendwie ein bisschen länger. Dementsprechend, ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach die Arbeit ein bisschen mit einem Like einfach belohnt. Ich meine, mehr müsst ihr nicht machen. Und genau, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. So, moin! Oh Mann, meine Augen sind noch überhaupt nicht auf.